So, was geht ab, Fam? Was geht ab? The Refined 7 Days, 7 Skills. Heute das Thema A Leader's Heart. Und irgendwie kann ich mich wieder nicht sehen. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Wie kann ich mich selber anpinnen? So, nee, jetzt ist Nirosh IM bei mir angepinnt. Keiner weiß. Ja, was geht ab, Bro? Du hast echt eine schöne, boah, das ist echt perfekte Szene, Mann. Muss man ehrlich sagen, ey. Miki, kannst du mich vielleicht anpinnen? Oder wir machen das so, Leute, Galerieansicht, weil ich mag es auch lieber, euch eigentlich eher zu sehen, anstatt nur mich. Perfekt, wir machen es einfach so, Leute. Was geht ab? Ich hoffe, es geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir kommen auf jeden Fall direkt zum Punkt. Leute, wir sind erst 760 Leute auf diesem Call. Die letzten Tage waren wir weitaus über 1000. Aber ja, es ist Freitagabend, man kennt es auf jeden Fall. Da zeigt sich das Commitment von den Leuten. Okay, jetzt sehe ich mich. Perfekt. Danke dir, Miki. Und wir haben auf jeden Fall extrem viel Value für euch vorbereitet. Yes, ich war beim Friseur. Ja, das war auf jeden Fall ein Mess die letzten Tage. Man muss es klären. Sophia konnte es auch nicht mehr so ganz sehen. Und die Leute, die nicht auf diesem Call sind, ja, die werden einiges an Value verpassen. Dieser Call wird mehrwertreich. Und dieser Call wird einige Werdegänge verändern. Warum Leaders Heart, Leute? Ich finde es krass, ein Spruch, den ich damals von Rhea Jones gehört habe. Na, und ich hoffe, ihr seid aufnahmefähig für heute, weil es werden Punkte kommen. Es werden sehr, sehr viele Punkte kommen, Leute. Und man sagt immer, man braucht eine Leaders Heart, um erfolgreich zu werden, vor allem auch in dieser Industrie. Weil jeder ist ein Leader, okay? Leadership ist eine Sache, die uns wirklich verfolgt im Alltag. Entweder du bist Leader, weil du ein großer Bruder bist oder eine große Schwester. Vielleicht bist du die Säule, die alles zu Hause festhalten muss. Vielleicht bist du Kapitän in einer Mannschaft oder ganz egal, was es ist. Auf irgendeine Art und Weise hast du Einfluss auf Menschen. Man sagt aber immer, kein Geld auf dieser Welt, kein Vermögen kann dir ein Leaders Heart erkaufen. Ja, es kann dir kein Herz eines Leaders erkaufen. Aber das Herz, das richtige Herz eines Leaders kann dir alles Geld auf dieser Welt bringen. Na, und deswegen haben wir diesen Call wirklich Leaders Heart benannt. Ja, und Miko und ich werden wirklich darauf eingehen, wie ihr so ein Herz entwickeln könnt. Ja, was ein Leaders Heart wirklich ausmacht, was einen wahren Leader oder wie die Charakteristik eines wahren Leaders aussieht. Ja, und wie schon erwähnt, Leute, ganz egal, wie viel Geld man hat, ganz egal, was für eine Hautfarbe, ob du gut Deutsch kannst oder nicht, wie lange du in diesem Land bist, ganz egal, wie viel Erfahrung du hast in diesem Business, es ist wirklich ganz egal, in was für eine Situation du steckst, du kannst ein Leader sein, denn du kannst Menschen unabhängig von deiner aktuellen Situation. Zu 100%. Reflektier mal wirklich darüber. Denk mal wirklich drüber nach, über den heutigen Tag. Vielleicht hast du durch deine Worte, durch deine Taten irgendwen inspiriert, irgendwas zu machen, was er zuvor noch nicht gemacht hat. Ja, und Leadership ist extrem wichtig, vor allem in diesem Business, Leute. Weil Leadership bestimmt alles. Ja, man sagt immer, everything rises and falls on Leadership. Das heißt, alles fällt und alles wächst wegen dem Leadership. Okay? Das heißt, wenn du ein Business haben willst, was schnell wächst, ja, ist alles abhängig von deinem Leadership. Wenn du ein Business wenn du eine geile Culture haben willst, fängt alles im Leadership an. Alles fängt wirklich im Leadership an. Wenn du eine Organisation haben willst wie CNT, Coffee and Trading, wo Leute wirklich bilden und traden, schaut euch die Leader an, schaut euch Nikolai und schaut euch Geistleiter an. Ja, die Jungs bauen genau das ein in ihrem Leben. Deswegen haben sie auch so eine Culture. Ja, und wichtig ist zu verstehen, Leute, na, und dazu ein cooles Beispiel. Wenn die Temperatur des Wassers bei 99 Grad ist, wird das Wasser nicht kochen. Es wird immer noch flüssig bleiben. Aber ein Grad mehr kann so viel verändern, dass es auf einmal anfängt zu dampfen. Ja, wusstet ihr, dass viele Züge, oder damals, eher heutzutage nicht mehr so, aber damals war es so, dass viele Züge sich durch Dampf bewegt haben. Okay, das heißt, Dampf hat dafür gesorgt, dass Züge sich bewegt haben, also Tonnen und Tonnen an Gewicht, ja, haben sich bewegt wegen einem einzigen Grad Unterschied. Und du als Leader, du bist dieses Grad. Ja, du bist im Grunde die Person, die extra Meile gehen sollte. Du bist diese Person, die wirklich beyond and beyond gehen sollte. Wirklich die Person, ja, die weniger chillen sollte. Weil das Problem ist, bevor Menschen starten in diesem Business, na, dass sie im Arbeitnehmertum sind, ja, sie sind im Job und sie denken sich, ich muss nur so und so viel machen, dass ich nicht gekündigt werde. Ich muss nur so und so viel machen, na, dass ich mein Einkommen verdiene. Aber in diesem Business ist es ein bisschen anders, Leute. Weil ganz ehrlich so, ja, nur das zu tun, um gekündigt zu werden, das reicht nicht. Das zu tun, um Bezahlung zu bekommen, das reicht nicht, Leute. Ihr müsst wirklich verstehen, als Leader müsst ihr diese 1% sein, okay? Ihr müsst diese extra Meile gehen. Ja, und wir werden wirklich darauf eingehen, na, was einen wirklich, wirklich wahren Leader ausmacht, was einen guten Leader ausmacht. Meiner Meinung nach ist ein guter Leader ein Zuhörer, eine Person, die lernt wirklich
den Mund zuzumachen, ja, und zuzuhören, Leute. Wir haben nicht umsonst wirklich zwei Ohren und einen Mund. Ja, zuhören ist ein verdammt schwieriges Skillset. Und Leute, ich bin euch ehrlich, das ist mit Abstand das Schwierigste, glaube ich, in meinem Alltag. Ja, und ich sage es wirklich jedes Mal, wenn ich über dieses Thema rede. Zuhören ist eine Sache, ja, ist eine Baustelle bei mir im Leben. Weil ganz ehrlich so, man ist abhängig oder man ist abgelenkt mit dem Handy, man ist abgelenkt mit den Trenches und so weiter und so fort. Ja, und man vergisst wirklich die Menschlichkeit hinter dem Ganzen. Man vergisst wirklich seine Intentionen. Und manchmal vergisst man es auch, ja, seinen Geliebten zum Beispiel zuzuhören. Vielleicht hat jemand gewisse Bedürfnisse, Hunger oder irgendwas anderes, was wir gerade nicht erfüllen können, weil wir gerade nicht richtig zuhören. Ein Leader ist eine Person, bevor sie versucht, verstanden zu werden, versucht, sich zu verstehen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Leute, es gibt zu viele Leute da draußen, die versuchen, verstanden zu werden. Es gibt aber viel zu wenige Leute, die versuchen, zu verstehen. Ein Leader ist eine Person, die viel, viel mehr an eine Person glaubt, als die Person selber. Wann war das letzte Mal, dass du jemandem Inspiration geschenkt hast, dass du jemandem Belief geschenkt hast, dass du jemanden motiviert hast, dazu etwas zu tun, was er vorher nicht machen würde? Also hast du jemanden, und das ist meiner Meinung nach die Bedeutung von Leadership, du hast jemanden an einen Ort gebracht, wo die Person niemals landen würde ohne deinen Einfluss. Das ist Leadership. Jemanden an einen Ort bringen durch deinen Einfluss. Ein Leader ist eine Person, der in der Lage ist, sich selbst zu motivieren. Okay, Leute, Motivation ist ein Gefühl. Gefühle kommen und gehen. Es geht wirklich um eine Entscheidung, die man treffen sollte. Und wir sollten unser Erfolg nicht abhängig von etwas machen, was kommt und geht, logischerweise, sondern von etwas, was stabil ist. Und das nennt man meiner Meinung nach Commitment. Ein Leader ist eine Person, die committed ist. Ein Leader ist eine Person, die Wege findet und nicht Gründe oder nicht Excuses. Ein Leader ist eine Person, die aktiv ist, die am Start ist. Ein Leader ist eine Person, die lösungsorientiert ist. Okay, ganz wichtig. Ja, deswegen lernt euch wirklich auch, vor allem als Leader, irgendwie nicht auf eine Ablehnung zuzugehen oder auf eure Teammates zuzugehen und sagen, ah, heute habe ich keinen Bock, ich mache heute mal nicht. Ein Leader ist eine Person, die macht, unabhängig von ihrer aktuellen Laune. Okay, ganz, ganz wichtig, Leute. 5 Levels of Leadership. Leute, ich werde einfach durchraten, weil wir einfach nicht viel Zeit haben. Wir haben so viel Value. 5 Levels of Leadership von John C. Maxwell. Ja, John C. Maxwell ist eine Person, die Leadership schon seit über 40 Jahren studiert. Der Mann ist Pastor einer Gemeinde. Er leitet ganz viele Organisationen. Wenn ich mich nicht irre, ist er sogar im Network Marketing tätig. Ich weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall hat er sehr viel mit Networkern zu tun. Okay, eine Person, die schon extrem viel Mehrwert und sogar ein Vermächtnis hinterlässt im Bereich Leadership. Weil ganz ehrlich, alles, was wir lernen im Leadership, kommt hauptsächlich durch ihn. Na, er hat auch auf jeden Fall auch seine natürlich Inspirationen, vielleicht die Bibel und andere Bereiche. Aber im Grunde das ganze Leadership in 5 Bereichen aufgeteilt. Ja, und somit einfach die 5 Levels of Leadership, okay? Die 5 verschiedene Levels von Leadership. Schreibt euch das gerne einfach mal auf. John C. Maxwell. Bitte in den Chat einmal schreiben. John C. Maxwell hat extrem viele Bücher. Ich kann dir auf jeden Fall How Successful People Lead empfehlen. Developing the Leaders Around You. Developing the Leader Within You. Es gibt so viele Bücher, die er zum Thema Leadership gemacht hat. Und ganz ehrlich, ja, wer will Chairman gehen auf diesem Call? Na, wer will seine Träume und Ziele verwirklichen? Wer will neben dem Trading ein passives Einkommen aufbauen? Ich glaube, jeder. Ja, sonst wären wir auch nicht auf diesem Call. Und ganz ehrlich, wenn du Chairman hinten willst, sollte Leadership ein Muss sein, okay? Du solltest dieses Skillset anstreben wie kein anderes. Leadership ist the highest paid skill auf der ganzen Welt, Leute. Gute Leader werden einfach gut bezahlt. Das ist Fact, okay? Es ist einfach Teil des Games. Deswegen, Leute, 5 Levels of Leadership. Ich hoffe, ihr seid ready zum Mitschreiben, weil ich werde durchraten, Leute. Ja, erstes Level nennt sich das Position Level of Leadership. Man sagt immer, Position ist das erste Level, es ist das einfachste Level, okay, um ein Leader zu sein im Level von Position, okay, brauchst du nicht unbedingt viel Aufwand, du brauchst nicht bestimmte Skillsets, die du meistern musst, sondern Leute folgen dir nicht, weil sie es wollen, Leute folgen dir, weil sie es müssen. Man sagt immer, Position is the lowest level of leadership, weil es nicht viel ausmacht über Influence oder über Relationship. Ja, eine Person, die leadet durch Position, ist eine Person, die leadet einfach, ja, wie gesagt, wegen der Macht, die sie hat. Zum Beispiel eine Mama. Eine Mama leadet zum Beispiel ein Kind oder ein Papa. Die Eltern leaden zum Beispiel ein Kind wegen der Position, die sie haben. Zum Beispiel, yes, Position level of leadership. Zum Beispiel ein Politiker, okay, leadet die Masse wegen seiner Position. Eine Abhängigkeit, sagen wir mal, jemand startet bei dir in diesem Business, Leute, ja, und die Person hat nicht wirklich eine ganze Wahl, ob sie euch folgen kann oder nicht. Ja, sie muss es ja tun, sie muss die Einarbeitung von euch bekommen, sie muss die Links für die Teamcalls von euch bekommen. Das heißt, die Person folgt euch nach, weil sie es muss und nicht unbedingt, weil sie es möchte, okay, ganz wichtig. Eine Person, die es nicht schafft, auf das zweite Level zu kommen vom Leadership, ist eine Person, die im ersten Level natürlich stagniert. Und es ist eine Person, die wahrscheinlich
Schwierigkeiten damit hat, mit freiwilligen Arbeitern zu arbeiten, weil freiwillige Leute von sich aus folgen wollen, okay, und nicht, weil sie es müssen. Eine Person, ja, die im Position Level of Leadership stagniert, ist eine Person, die Schwierigkeiten damit hat, andere Menschen zu beeinflussen, Schwierigkeiten damit hat, Mehrwert zu geben, sich selbst zu entwickeln. Eine Person, die Schwierigkeiten damit hat, ja, wirklich auch Relations aufzubauen mit Menschen, okay. Und damit kommen wir wirklich auf das zweite Level von Leadership, okay, und das nennt sich das Permission Level of Leadership. Permission heißt auf Deutsch übersetzt Erlaubnis, okay? Erlaubnis Level of Leadership. Und was ist damit mit Erlaubnis gemeint? Leute, ja, wollen die Erlaubnis von dir haben, dir zu folgen. Ja, wer hat schon mal die Frage bekommen, kann ich dir folgen? Na, kann ich mit dir zusammenarbeiten, okay? Somit bist du schon im zweiten Level of Leadership. Ja, das heißt, Leute folgen dir nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen, okay? Sie wollen es unbedingt. So, was macht einen zweiten Level of Leadership aus, ja, seine Relationships, die er mit dem Team aufbaut, ja, seine Real Relationships, wie es im Namen schon steht, es muss etwas Aufrichtiges, etwas Authentisches und etwas sein, was man wirklich ernst meint, mit einer richtigen Intention, ja, man sagt immer, people don't care how much you know, until they know how much you care, okay, Leute interessiert es nicht ganz, wie viel du weißt, bis sie wissen, dass du dich für sie interessierst, extrem wichtig und somit kommen wir nochmal zum Punkt zurück, ja, du musst lernen, als Leader zuzuhören und dadurch entstehen auch Relations, okay. Warum sind Relations wichtig? Weil du als Leader natürlich als Ziel hast, Menschen zu leaden, ja, Menschen zu führen. Ja, und was brauchst du? Ja, du brauchst Vertrauen. Okay, bevor du aber in der Lage bist, Menschen zu führen, bevor du in der Lage bist, Menschen zu korrigieren, ja, irgendwas an Menschen zu bemängeln, zu sagen, ey, mach das und das vielleicht ein bisschen besser, das und das hättest du vielleicht anders sagen können, ja, brauchst du Respekt. Okay, und all das kommt wirklich durch die Relationships, die du aufbaust. Das heißt, du brauchst erstmal Relationships, ja, du brauchst erstmal ein Fundament, na, um Menschen korrigieren zu können, um Menschen leaden zu können. Ja, und das ist wirklich das zweite Level von Leadership. Eine Person, die im Permission Level of Leadership ist, ist eine Person, die den Umgang mit Menschen vielleicht nicht ganz gemeistert hat, aber die auf einem guten Weg dahin ist. Eine Person, die nett ist zu Menschen, eine Person, die wirklich gerne bei Menschen ist und die, bei der auch Menschen gerne sind. Eine Person, die im zweiten Level von Leadership ist, ist eine Person, die gut darin ist, Menschen zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Weil ganz ehrlich, jeder Mensch will wissen, dass er wertvoll ist. Oder jeder Mensch will diese Bestätigung haben. Jeder Mensch will das Gefühl haben, dass er einen Unterschied macht. Oder ganz ehrlich, schaut meine 7 in den Chat. Safe. Jeder von uns will eine gewisse Anerkennung haben. Eine Person, die im zweiten Level of Leadership ist, sie weiß ganz genau, wie sie das tut. Und dadurch, dass du Menschen zeigst, dass sie wertvoll sind, dadurch, dass du Menschen Value gibst, fängt an, Vertrauen zu entstehen. Und Vertrauen ist das Fundament für Leadership. Dadurch, dass du Vertrauen hast von Menschen, kommt irgendwann Respekt und Autorität. Und durch Respekt und Autorität hast du langsam eine Stimme. Ja, du bist langsam eine Person, der mal gerne zuhört. Du bist langsam eine Person, der mal gerne folgt. Und dadurch hast du wirklich ein solides Fundament aufgebaut für dein Leadership, für deine Organisation, dass Leute dir folgen. Und somit bist du auch ready für Punkt Nummer 3, okay? Third Level of Leadership, ja, somit sind wir im Production Level of Leadership gelandet. Production heißt einfach nur Produktion, ganz simpel, okay? Und Leute folgen dir jetzt nicht nur wegen der Relation, wegen der Beziehung, die sie mit dir führen, wegen dem Vertrauen, nicht nur wegen dem Respekt, sondern Leute folgen dir wegen den Resultaten, die sie produzieren, wenn sie dir folgen. Ah, wenn ich Fabian folge, wenn ich Miki folge, wenn ich einem Ilian folge, okay, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich näher an meine Resultate komme. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich lerne, wie man zum Beispiel tradet. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich lerne zum Beispiel, wie ich Leute einlade, wie ich mir Ränge aufbaue und so weiter und so fort. Ja, Leute fangen an, zum Beispiel ihre Job zu kündigen, dadurch, dass sie anfangen, gute Resultate zu erzielen durch dich. Leute fangen an, zum Beispiel Resultate zu haben im Crypto-Game. Leute fangen an, FTMO-Challenges zu bestehen, weil du Mehrwert in dir trägst, weil du schon eine Beziehung mit der Person aufgebaut hast und dementsprechend die Person korrigieren kannst, ja, und ihnen weiterhin Mehrwert geben kannst, okay? So, Leute folgen dir wegen den Relationships, wie schon erwähnt, aber auch wegen den Resultaten, okay? Und ganz wichtig, Leute, diese 5 Levels of Leadership, sie widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich. Das heißt, wenn du vom ersten Level auf dem zweiten Level gehst, heißt nicht, dass du vom ersten Level weggehst und auf das zweite Level, sondern du hast das erste Level gemeistert und somit bist du ready für das zweite Level. Wenn du vom zweiten Level auf dem dritten Level gehst, heißt nicht, dass du vom zweiten Level weggehst, sondern du fügst einfach hinzu die Dinge, die du brauchst, um im dritten Level zu kommen. Okay? Ganz, ganz wichtig, Leute. Ich habe keine Zeit, um Fragen zu beantworten. Es ist alles aufgezeichnet. Okay? Und somit das dritte Level von Leadership. Das heißt, du bringst Leute an einen Ort, wo sie vorher noch nicht waren. Okay, somit haben wir meiner Meinung nach einen der interessantesten Bereiche im Leadership,
Ja, und es macht einfach mega Spaß, wenn man wirklich an diesen Punkt kommt. Und das ist das People Development Level of Leadership. Das heißt, die Personenentwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung. Okay, jetzt bist du an einem Punkt, wo du anfängst zu reproduzieren. Jetzt bist du an einem Punkt, wo du anfängst, auch Leader zu entwickeln. Weil ganz ehrlich, darum geht es in diesem Business. Es geht nicht darum, Menschen zu starten. Es geht darum, Leader zu starten, diese Leader zu entwickeln. Ja, und wenn du diese Leader aufbaust, bauen diese Leader mit dir das Business auf. Okay? Es geht nicht darum, ein Business aufzubauen. Es geht darum, Leader aufzubauen, die mit dir das Business aufbauen. Okay? Extrem wichtig, Leute. Das heißt, Fokus im vierten Level of Leadership. Die erste Priorität ist es, andere Menschen zu entwickeln, an andere Menschen zu investieren, irgendwo hinzufahren, Leute. In den Trenches zu sein, bei Leuten auf dem Boden zu schlafen, ja, mit Leuten Brot zu teilen, mit Leuten zusammen broke sein, ganz ehrlich, dadurch entsteht ja das People Development Leadership. Eine Person, die aber in diesem Level ist, ist auch eine Person, die versteht, dass sie sich auch selber entwickeln muss. Eine Person, die niemals auf dem gleichen Punkt bleibt, eine Person, die coachable und teachable ist, um wirklich zu lernen, um auf wirklich auf die anderen Levels oder auf die anderen Bereiche zu kommen. Ja, eine Person, die im vierten Level of Leadership ist, ist eine Person, die versteht. Je mehr Leader ich habe in diesem Business, umso besser die Resultate, umso schneller laufen wir. Weil wie Chris Lehmann es immer sagt, if you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Auf Deutsch heißt es einfach nur gesagt, wenn du weit gehen willst, lauf alleine. Okay? Wenn du weit gehen willst, lauf alleine. Beziehungsweise wenn du schnell gehen willst, wenn du schnell laufen willst, lauf alleine. Okay? Du kannst gerne alleine laufen und schnell an den Punkt kommen. Wenn du aber weit kommen willst, okay, wenn du in diesem Game bist, um langfristige Ziele zu erreichen, wenn du in diesem Game bist, um so viele Menschenleben zu beeinflussen, so viele Menschen mit dir hochzuziehen, wie es nur geht, dann gehst du natürlich nicht alleine, sondern du läufst zusammen mit deinen Leuten. Ja, du ziehst Menschen aus der Armut raus. Ja, du bringst Leute dazu, Dinge zu tun, die zuvor noch nicht gemacht haben. Leute fangen an, Gewohnheiten aufzubauen, an die sie zuvor noch nicht mal gedacht haben. Ja, ich weiß nicht, ob Georgi auf diesem Call ist. Georgi so, Bro, ich war zum ersten Mal in einer Bücherei, um ein Buch zu kaufen, Mann. Ja, und wer kennt das? Wir fangen an, Bücher zu lesen, auf einmal fangen wir an, unser Bett zu machen, auf einmal fangen wir an, mit To-Do-Listen zu arbeiten, auf einmal fangen wir an, investieren, Risiken einzugehen, auf einmal fangen wir an, keine Ahnung, so auf dem Boden zu schlafen, weil wir uns einfach selber humbeln wollen. Wir fangen an, Dinge zu tun, die wir zuvor noch nicht gemacht haben, aber um auch dementsprechend Dinge zu bekommen, die wir zuvor noch nicht bekommen haben. Ich sage es noch einmal, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Und ganz ehrlich, Leute, man sagt immer, it's lonely at the top. Es sei denn, du bist im Network-Marketing-Business. Weil du, wenn du in diesem Business bist, ist es nicht lonely at the top, Leute. Ja, sondern du ziehst so viele Leute mit dir hoch, wie es nur geht. Ein wahrer Leader ist nicht eine Person, die ganz oben ist, und versucht irgendwie Probleme zu lösen von oben und schaut auf seine Organisation und denkt sich, oh nee, hier ist Chaos, nee, hier ist Drama, hier, da, 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 der ist broke, was auch immer. Sondern ein wahrer Leader ist eine Person, die sich humbelt, auf das gleiche Level kommt von seiner Organisation, dass diese Person sich mit seiner Organisation identifizieren kann, auch zugleich inspirieren kann und diese Leute einfach mit hochziehen kann. Extrem wichtig. Na, ein Punkt, den ich damals von André Alves gehört habe, Chairman 25 aus Portugal. Er hat gesagt, viele Menschen haben Schwierigkeiten damit, ein Business aufzubauen mit ihren Freunden. Ein Spruch, den ich euch einfach mitgeben kann. Sei nah genug, um Menschen oder sei nah genug, um dich mit Menschen zu identifizieren. Sei aber weit genug, um Menschen zu inspirieren. Nochmal, sei nah genug, um dich mit Menschen zu identifizieren. Sei aber weit genug, um Menschen zu inspirieren. Das heißt, sei nah genug, okay? Fahr zu den Leuten hin. Lerne die Mutter kennen, lerne den Papa kennen. Ja, siehe, in was für Konditionen diese Person lebt. Weil ganz ehrlich, wenn du das alles siehst und fühlst und das Essen schmeckst und die Mutter für dich kocht, auf einmal ist dein Warum nicht nur dein Warum, sondern das Warum von diesem Teammate ist auch gleichzeitig dein Warum. Und du machst alles, bis dieses Warum dann ist. Okay, weil du zusammengehen willst in eine Richtung. Extrem wichtig, Leute, extrem wichtig. Na, aber auch zugleich weit genug sein, na, dass du die Person auch mit hochziehen kannst. Weil eine Person braucht jemanden, der auf einem anderen Level ist, okay, um auf andere Ideen zu kommen. Andere Dinge zu tun und sich, wie gesagt, schon andere Gewohnheiten aufzubauen. Extrem, extrem wichtig, Leute, okay? Eine Person, die im vierten Level von Leadership ist, ist eine Person, die verstanden hat, dass sie jetzt langsam, na, wie gesagt, andere Leader entwickeln muss. Und wie entwickelt man andere Leader? Man bringt andere Leute ins Spotlight. Ja, Leute, es ist geil, zum Beispiel 1000 Mal markiert zu werden auf Instagram. Es ist geil, Dankesnachrichten zu bekommen. Es ist geil, auf Teamcalls zu speaken und zu sagen, Bro, krass, krasser Part, du hast mein Leben verändert und so weiter und so fort. Noch geiler ist aber, wenn ein Leader von dir, dein bester Kumpel, diese Anerkennung bekommt. Es ist geil, Chairman zu gehen. Noch geiler ist, wenn dein bester Kumpel Chairman geht. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Leute,
Ich weiß, man sagt es einfach so, aber ich habe mein P5 kaum gefühlt. Ich glaube, Miki genauso. Ja, ich habe mich mehr auf ein P2K von Jonas gefreut. Ich habe mich mehr auf ein P2K von Eve, von Lukas, ja, von Chris Lehmann gefreut. Auf diese Dinge freut man sich einfach mehr, weil andere Menschen gerade gewinnen. Du kennst den Werdegang von diesen Leuten. Du weißt, dass sie aus dem Dreck kommen. Du kennst ihren Come-Up, du kennst ihren Sacrifice und jetzt siehst du plötzlich, wie diese Menschen gewinnen. Der eigene Erfolg, der ist ja schon da. Ich meine, es ist ja schon längst überfällig, ne? Es ist ja schon längst überfällig, dass man erfolgreich wird. Aber dass andere Leute erfolgreich werden, dass seine besten Kumpels anfangen, Geld zu verdienen, anfangen, ihre Mutter Geld zu geben, anfangen, ihren Job zu kündigen. Leute, das ist das, was einen Leader dazu bringt, weiterzumachen. Ganz egal, wie viel Geld es ist. Warum ist es so, dass ein Sherman 25, ein Sherman 100, ein Sherman 750 immer noch in den Trenches ist, immer noch am Events machen ist, immer noch auf Convention Speed, immer noch am Flughafen ist ständig, am Flughafen schläft, immer noch ständig in Hotels pennt. Warum ist es so? Weil die Person süchtig danach ist. Na, die Person hat einfach dieses Burning Desire, andere Menschen an diesen Punkt zu bringen. Ganz ehrlich, als Sherman 750 macht man 750k im Monat. Da ist Geld nicht mehr das Warum. So viel Geld, du weißt nicht mal, wohin damit. Da ist Geld nicht mehr das Warum, sondern die Fülle. Ja. Aber diese Fülle bringt dir Geld nicht. Es ist extrem wichtig, Leute, diese Punkte zu verstehen. Und irgendwann versteht ihr diese Punkte. Am Anfang ganz ehrlich, wir starten alle wegen Geld. Ich meine, wir bauen ein Business auf. Geld ist der erste Grund, weshalb wir das Ganze starten, oder? Bei den meisten Fällen. Ich kenne hier und da ein paar Fälle. Aber Geld ist der größte Grund. Und das ist überhaupt nicht verwerflich. Aber mit der Zeit wirst du merken, wie du dich entwickelst. Und dein Portemonnaie fängt an zu wachsen. Dein Krypto-Portfolio fängt an zu wachsen. Dein Trading-Account fängt an zu wachsen. Und irgendwann merkst du, es sind einfach nur Zahlen. Es sind einfach nur Zahlen. Ich habe immer noch Angst zu sterben. Ich habe immer noch Angst, meine Mama zu verlieren. Ich habe immer noch Angst, irgendwie abgelehnt zu werden. Ich habe immer noch Angst, irgendwie krank zu werden. Ich habe immer noch Angst, irgendwie, keine Ahnung, dass Leute mich nicht verstehen. Egal, wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast, diese Ängste sind immer noch da und Geld löst diese Probleme nicht. Ja, extrem wichtig, Leute, extrem wichtig. Ja, deswegen, ja, das ist wirklich das vierte Level auf Leadership. Und wisst ihr, was interessant ist, Leute? Es gibt viele Leader da draußen, sie wollen immer im Spotlight sein. Sie wollen immer, dass das Licht auf sie strahlt. Sie wollen immer auf der Bühne sein. Sie wollen immer die Leute sein, die auf dem Teamcall speaken. Sie wollen immer alles selber machen. Das Problem ist aber, dadurch, dass du immer versuchst, alles selber zu machen, du den Erfolg deckelst von deiner Organisation. Du deckelst den Erfolg von deinen Leadern. Okay, das heißt, drop your ego, drop your Stolz. Ja, und es ist langsam Zeit, wenn du im vierten Level of Leadership bist, anderen Menschen die Bühne zu geben. Extrem wichtig. Deswegen, wie schon erwähnt, größte Priorität sollte es sein, in andere Menschen zu investieren. Habe keine Angst, Geld reinzustecken, Fleiß reinzustecken, Blut und Tränen reinzustecken, Kilometer auf der Autobahn, Flixbusfahrten, Deutsche Bahn, Schwarzfahren auf Toilette, was auch immer schon alles erlebt habe, ja, in Broke-Zeiten. Habt keine Angst, weil ihr werdet dafür bezahlt werden. Wisst ihr, wie ihr bezahlt werdet? Ja, wenn ihr anfängt, in Lidern zu investieren. Und Leute, für mich ist das unbezahlbar. Ja, es ist einfach so, es lohnt sich einfach zu 100%. Ihr fangt an, mit Loyalität bezahlt zu werden. Und Loyalität ist priceless, Leute. Loyalität ist unbezahlbar. Loyalität, es gibt kein Geld auf dieser Welt, was die Loyalität erkaufen kann. Ja, und es ist wichtig, Leute, weil Leute folgen dir jetzt. Ja, nicht nur wegen dem, was du für die Organisation machst, nicht wegen dem, weil du irgendwie die Leute dazu bringst, Resultate zu erzielen oder nicht wegen der Relation, die du mit Leuten hast. Leute folgen dir wegen dem, was du für sie persönlich gemacht hast. Leute sind an Punkten angekommen, wenn du im vierten Level of Leadership bist, wo sie sich niemals gesehen hätten in ihrem ganzen Leben. Leute, ich bin euch ehrlich, ich bin Ila, Miki, einem Marvin so dankbar. Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich nach 3 Jahren Business meine Frau hier kennenlernen werde, dass ich irgendwann auf einem Teamcall speake vor 800 Menschen, irgendwann nach Portugal auswandern und anfange, meine Träume zu realisieren, dass ich irgendwann meine Eltern in Rente schicken kann, dass Geld irgendwann nicht mal so eine große Variable ist in meinem Leben. Okay? Ich hätte niemals gedacht, dass es ein Punkt ist in meinem Leben. Aber all das durch das Leadership von unseren Uplines. Okay? Extrem wichtig. Auswandern, key to success. No cap. No cap. Ja, nicht duplizierbar. Aber es ist worth it, ja. Extrem wichtig, Leute. Ja, ich kann mich noch erinnern damals, Leute. Marvin war zu dem Zeitpunkt P5K, ich war zu dem Zeitpunkt P600. Na, und ich bin auf Marvin zugegangen und ich habe ihn gefragt, Bro, was siehst du in mir, was ich an mir verbessern kann? Und Marvin meinte einfach, Bro, ich bin ehrlich so, wir arbeiten nicht so viel zusammen, wir haben nicht so viele Calls, ich sehe dich hier und da in den Gruppen, du bist aktiv, auf den Leader-Calls safe, aber ganz ehrlich, wir arbeiten nicht mehr so viel zusammen. Und dann hat Marvin eine Sache gesagt, die mein Leben seitdem in diesem Business komplett verändert hat. Er hat gesagt, Daniel, wieso kommst du einfach nicht mal für ein Wochenende vorbei? Zu mir nach Hause.
Und Leute, ich habe damals angesehen, wie Marvin, wie ein Gott. Das war für mich was, ein Traum, der wahr wurde. Marvin einfach gesagt, komm einfach mal vorbei, wir hassen ein bisschen zusammen, dann kann ich dir einfach dieses Feedback geben. Ich bin vom Stuhl gesprungen, ich habe direkt meinen Jungs gesagt, boah, was, Marvin hat mich zu sich nach Hause eingeladen, ich habe es überall geflext und so. Ich bin direkt zu meiner Mama gegangen, Mama, Marvin hat mich zu sich eingeladen und so weiter und so fort. Meine Mama hat sich mega gefreut. Und ich war bei Marvin und ich habe gesehen, was Work Ethic ist. Und ich habe gesehen, Marvin hat mich auf eine andere Art und Weise inspiriert. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr an einen Punkt hingehen wollt, wenn ihr dastehen wollt, wo euer Leader ist, verbringt einfach Zeit mit ihm. Stellt ihm einfach diese Frage, okay? Ja, stellt ihm einfach diese Frage. Kann ich irgendwie Zeit mit dir verbringen? Kann ich einfach mal 1, 2, 3 Tage mit dir hustlen? Ganz egal, wie viel ich dafür bezahlen muss. Ja, weil ganz ehrlich, um ein guter Leader zu sein, muss man auch lernen, ein guter Follower zu sein. Je besser dein Followship, umso besser dein Leadership. Weil ganz ehrlich, Leute, if you are too big to follow, you are too small for leadership. Extrem wichtig. Ja, und deswegen, versteht diese Punkte, Leute. Na, ganz ehrlich, seid bereit zu investieren, Zeit zu investieren in euren Leader. Seid bereit, irgendwo hinzufahren. Seid bereit, nach Portugal zu fliegen. Ja, ja und verbringt einfach Zeit mit uns. Ja, klebt an diesen Menschen. Ja, eine Sache, wo ich Justin Bange immer krass bewundere, ist, dieser Mann ist wie ein Hund. Er hinterfragt einfach nichts. Ja, ich kann mich erinnern, er war damals in Bornheim mit mir und mit den Jungs. Ja, und ich schwöre, alles, was ich gesagt habe, Justin hat gemacht, er hat einfach nicht hinterfragt. Bro, gibt es noch irgendwas, was ich verbessern kann? Okay, Bro, ich mach das. Okay, Bro, sorry, dass ich das gemacht habe. Okay, Bro, sorry, ja, ich mach das so. Daniel geht hoch, um alleine zu sein. Ich schwöre, Justin hat meinen Stuhl hochgestellt, die Treppe hochgelaufen, hat sich genau neben mich hingesetzt. Ich schwöre, ja, ohne Witz. Ja, das gefühlt so ist Justin hinterhergelaufen, die ganze Zeit so an meiner Hosentasche gehangen, ja. Ja, und deswegen ist Justin an einem Punkt, wo er heute steht, ist kurz davor, sein PYK zu machen. Ja, und deswegen, ja, Leute, es ist lustig, aber schaut, wo er steht. Je besser dein Followership, umso besser dein Leadership, okay? Ja, es war inspiriert an Prison Break, ja. T-Bag, let's go. Ja, aber schaut ihn jetzt an, Leute. Ja, und deswegen versteht diese Punkte. So, Loyalität ist unbezahlbar, deswegen habt keine Angst und habt auch keine Hemmungen, in Menschen zu investieren. Selbst wenn es Menschen gerade sind, die es nicht verdienen, selbst wenn du dir denkst, ey, die Person könnte irgendwann quitten, die Person könnte irgendwann es nicht würdig sein, meine Zeit oder meine Energie, mein Geld zu verdienen, aber ganz ehrlich, du wirst dafür bezahlt. Irgendwo kommt ein Punkt, wo Leute zu dir sagen, Daniel, ganz egal, wo du hingehst, ganz egal, wie es dir finanziell irgendwann geht und ganz egal, wie die Welt dich sieht, ich werde dir bis zu meinem Tod folgen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo Leute anfangen, deine Sprüche auf ihre Haut zu verewigen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo deine Leader, weil du so viel in sie hineingeschickt hast, dass sie anfangen, dir zurückzugeben. Irgendwann kommt ein Punkt, wo Leute, weil sie so sehr mischen, dass du bei ihrem Incentive-Trip dabei sein willst, wo deine Leader so sehr mischen, dass du mit ihnen in Griechenland bist, dass sie für dich alles bezahlen. Sie bezahlen für dich alles. Bro, dein Gehang ist größer. Wir bezahlen trotzdem. Du musst unbedingt mitkommen. Ja, Leute fangen an, zurückzugeben. Ja, Loyalty for life. Ja, und das ist wirklich unbezahlbar. Ja, deswegen habe ich auch es ist priceless, Leute. Loyalität ist priceless. Und das ist das, was eine Person am 4. Level of Leadership verstanden hat, dass Loyalität unbezahlbar ist, okay? So, und jetzt haben wir langsam das 5. Level of Leadership, Leute. Und das ist das Höchste, okay? Und das ist das Pinnacle Level of Leadership. Ja, und Leute, man wird nicht einfach so ein Pinnacle Leader, okay? Es braucht sehr viel Zeit, es braucht sehr viel Erfahrung, sehr viele Fehler, sehr viele Enttäuschungen. Okay, man muss Leadership studieren, dass man an diesen Punkt gelangt. Okay, es ist ein langfristiges und schwieriges Thema. Aber sobald du an diesem Punkt ankommst, sobald du ein Pinnacle, P-I-N-N-A-C-L-E, sobald du im Pinnacle Level of Leadership bist, ja, kennt dich jeder. Du musst nicht irgendwie irgendwo hinkommen und dich vorstellen. Leute wissen ganz genau, wer du bist. Leute kennen deinen Namen. Ja, wenn du im Pinnacle Level of Leadership bist, du gehst in einen Raum rein und es ist für jeden bemerkbar. Ja, Leute seufzen, Leute atmen tief ein, boah, das ist der und der. Ja, das ist eine Person, die im 5. Level of Leadership ist, okay? Ich kann mich erinnern, in der London Convention, als wir im P6 Event waren, ja, wir waren alle fokussiert, Justin Owens war mal am Speak, wir waren alle fokussiert am Mitschreiben. Auf einmal, ganz, ganz hinten, kommt David Immuniti rein. Ich wusste es nicht mal. Ich habe aber gemerkt, dass irgendwas in dieser Atmosphäre passiert. Irgendeine Aura ist in diesen Raum reingekommen, die den Raum komplett verändert hat. Man hat es gespürt. Jeder hatte Gänsehaut. Man hat gehört, wie Kulis auf den Boden gefallen sind. Es war crazy. David Immuniti kommt in den Raum rein mit seinen Videografen, Security-Mans und so weiter und so fort. Ja, und man hat einfach nur dieses Köpfe fangen an, sich zu drehen und so weiter und so fort. Und alle so, Bro, das ist David Immuniti. Und das ist eine Person, die im 5. Level of Leadership ist. Weil Leute, die nicht mehr folgen wegen den Relations, sie folgen dir nicht nur mehr wegen der Loyalität, sie folgen dir nicht nur wegen den Resultaten,
Leute folgen dir wegen deiner Reputation. Leute folgen dir wegen der Person, die du bist und die Werte, die du repräsentierst. Wenn man deinen Namen hört, denkt man direkt an etwas. Wenn ich zum Beispiel an einen Jason Brown höre, denke ich an Trade and Build. Ich denke an Humbleness. Wenn ich zum Beispiel an Alex Morton denke, Alex Morton ist eine Person, die ein Vermächtnis hinterlassen hat. Warum? Weil Alex Morton dafür gesorgt hat, dass die Network-Marketing-Industrie auch für uns verfügbar ist. Er hat die Network-Marketing-Industrie auch an unser Alter gebracht. Das alles durch Alex Morton. Wenn ich zum Beispiel an einen Matt Rosa denke, denke ich an Leadership. Ich denke an eine Person, die macht, an einen harten Hustler. Wenn ich an Austin Godsey denke, denke ich an Sacrifice. Ja, ich denke an einen krassen Come-Up, an einen krassen Werdegang, an eine Inspiration. Das heißt, wenn du im 5. Level of Leadership bist, kennt man dich einfach und man verbindet dich mit etwas. Okay? Eine Person, die im 5. Level of Leadership ist, ist eine Person, die keine Probleme damit hat und wirklich, ja, willig, ich glaube, man sagt das so willing, ja, willig dazu oder in der Lage dazu ist, wirklich zu investieren, ja, und wirklich sich dazu committet, sein Leben in das Leben von anderen Menschen reinzustecken. Eine Person, die sich dazu committet, sein Leben aufzuopfern, um andere Menschen hochzubringen. Sein Leben investiert, um andere Menschen an einen Punkt zu bringen, wo sie vorher noch nicht waren. Okay? Eine Person, die im 5. Level of Leadership ist, ist eine Person, die Humbleness gemeistert hat, eine Person, die niemals vergisst, woher sie kommt. Eine Person, die Liebe gemeistert hat, eine Person, die versteht, na, ich muss auf meine Bedürfnisse verzichten, okay, sodass es den anderen besser geht. Eine Person, ja, die wirklich bereit ist, hart zu arbeiten. Okay, extrem wichtig. Eine Person, die im 5. Level of Leadership ist, ist eine Person, die ein Vermächtnis hinterlässt. Wenn diese Person stirbt, na, weiß man, wer diese Person war. Und man wird Jahrhunderte und Jahrhunderte und Jahrhunderte immer noch über diese Person sprechen, weil man kennt diesen Namen. Es ist die Person, die zum Beispiel Armut gebrochen hat in der Familie. Es ist vielleicht der erste Millionär in der Familie, in der ganzen Generation. Ja, extrem wichtig, okay? Und noch wichtiger, Leute. Ja, eine Person, die im 5. Level of Leadership ist, ist eine Person, die es gemeistert hat, andere Leader zu kreieren. Ist eine Person, die andere Leader dazu bewegt, von Punkt 1 auf Punkt 2 zu kommen, Punkt 2 auf Punkt 3 und vor allem auch Punkt 3 auf Punkt 4. Okay, eine Person, die wirklich verstanden hat, wie man anderen Menschen, ja, ihr Leadership erhöht. Okay, eine Person, die im 5. Level of Leadership ist, ist eine Person, die verstanden hat, dass es keinen Weg daran vorbei gibt, sich jeden Tag konstant weiterzuentwickeln. In den Beziehungen, von der Arbeitsmoral, von der Produktivität und anderen Bereichen. Okay? Ich glaube, wir haben wirklich alle verstanden, ja, die 5 Levels of Leadership. Wie schon erwähnt, du springst nicht von einem Punkt auf den anderen, sondern wenn du irgendwann im 5. Level of Leadership bist, bist du eine Person, die eine Person, die Menschen developen kann, eine Person, die Relationships aufbaut, eine Person, die andere Menschen anspornen kann, die andere Menschen motivieren kann und dazu andere Menschen befähigt, Resultate zu verwirklichen, also im Production Level. Eine Person, die gute Beziehungen aufbaut mit Menschen, das heißt, Menschen wollen dieser Person folgen. Das heißt, alles ergänzt sich, okay? Versteht das? Na, und meiner Meinung nach, Leute, meiner Meinung nach entsteht Leadership hauptsächlich durch Schmerz. Okay? Ja, Leadership comes through pain. Und was für Schmerz, Leute. Ja, an die Leute, die wirklich auf diesem Call sind, die absolut broke sind, okay? An die Leute, die auf diesem Call sind, die auf ihr Kontostand schauen und die sehen negative Zahlen, sehen kleine Centbeträge. An die Leute, die auf diesem Call sind, die nachbuchen, egal wie es ihnen geht, na, die einfach dieses Commitment gesetzt haben, trotzdem zu Events fahren, wirklich Kilometer hintereinander legen. Ja, einfach Leute, die überall am Start sind. An die Leute, die manchmal lächeln, aber trotzdem Schmerzen im Inneren empfinden. Ja, glaub mir, sammelt diese Momente fest, weil gerade entwickelt sich dein Leaders Heart. Gerade entwickelt sich die Charakteristik, die du brauchst, um andere Menschen zu führen. Gerade entwickelt sich die Person, die du werden musst, um anderen Menschen zu helfen, die genau in der gleichen Lage sind wie du. Weil ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist irgendwie ein Multimillionär, bist Chairman 750, Leute kommen auf dich zu. Ey, wie bist du damit umgegangen, wo deine Eltern dagegen waren? Wie bist du damit umgegangen, wo du broke warst? Wie bist du damit umgegangen, wo Leader deine Organisation verlassen haben? Wie bist du damit umgegangen, wo du Kontos geplättet hast? Und du sagst einfach nur so, absolut keine Ahnung. Ich habe es einfach so geschafft. Ja, ich hatte keinen Schmerz, ich hatte keine Murphys, ich hatte keine Hindernisse. Ich habe es einfach gemacht. Wie willst du so Leute inspirieren? Wie willst du so Leute an einen Punkt bringen, wo sie zuvor noch nicht waren? Du inspirierst nicht durch deine Resultate. Du inspirierst nicht nur mit der Zahl, die neben deinem CH steht. Du inspirierst durch den Prozess, durch deinen Werdegang, durch den Schmerz, den du erlebt hast, durch die Hindernisse, durch die Murphys, durch die Anfechtungen. Dadurch inspirierst du. Weil Leute verstehen, ja, dass du ein ganz normaler Mensch bist, der einfach nur weitergemacht hat, wo alle anderen aufgegeben hätten. Ja, dadurch kommt wahre Inspiration. Und ganz ehrlich, wenn du so eine Person bist, glaub mir, ich bin für dich da, weil ich das Gleiche durchgegangen bin. Miki ist das Gleiche durchgegangen. Miki wurde von zu Hause aus rausgeschmissen. Miki war obdachlos, er war ein Penner, er war broke. Miki hat sich so lange nur an Pizza ernährt,
Und Miki ist immer noch da, wo ganz viele hinwollen. Warum ist es so? Warum ist Miki eine Inspiration? Warum haben so viele Leute Respekt vor Miki? Weil Miki diese Punkte festgehalten hat. Miki macht er immer noch, ja, aber das ist einfach Miki, ja. Ja, aber warum ist es so? Weil Miki diesen Schmerz festgehalten hat und Miki von diesem Schmerz redet. Und wenn Miki von diesem Schmerz redet, erwischt ihr euch. Ja, er redet genau von dem, was ihr gerade durchgeht. Weil ganz ehrlich, wir sind keine überdurchschnittliche, brillante, ja, extremst krasse Menschen, sondern wir sind einfach nur ganz normale Menschen, Ex-Mac-Mitarbeiter, Obdachlose, ja, die einfach durchgezogen haben, eine Vision hatten, die an diese Punkte festgehalten haben und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Weil wir einfach nur da weitergemacht haben, wo viele anderen aufgegeben haben. Und wir haben einfach diese Momente festgehalten, wir haben einfach den Prozess vertraut, weil wir wussten, gerade wird an unserem Herz geschliffen, gerade wird an unserem Charakter geschliffen, sodass wir irgendwann zu diesem Leader werden, weil das ist ein Prozess, es ist nicht etwas, was von jetzt auf gleich stattfindet. Du kannst nicht einfach von jetzt auf gleich auf der Lage sein oder in der Lage sein, eine Organisation zu führen von 300, 500, 1000 Menschen. Du musst erstmal zu dieser Person werden. Ja, und meistert diese Punkte, von denen wir gerade gesprochen haben, okay? Falls du gerade das Gefühl hast, dass du irgendwie stagnierst, dass du an einer Resistance angekommen bist, kein Problem. Ja, es ist ein Signal von Gott, dass du ready bist, langsam für deinen Durchbruch. Lerne die Lektionen, meistere deine Attitude, sei vor allem auch dankbar und du wirst merken, dass der Durchbruch kommt. Wenn du das Gefühl hast, dass du ständig gegen die gleiche Wand läufst, du hast das Gefühl, dass du einfach nicht weiterkommst, du hast das Gefühl, dass, ja, dass es einfach nicht weiterkommt, kein Wunder, dass es Durchbruch heißt. Kein Wunder, dass es Breakthrough heißt, ja, weil du durch diese Wand durchbrichst, okay? Es ist ein Durchbruch. Ja, sei ready für diesen Durchbruch. Ja, lerne deine Lektionen, hinterfrage, was du gerade noch lernen musst, weil ganz ehrlich, du lernst nicht, wenn alles gut läuft. Bei dem Breakthrough, da lernst du nicht. Du lernst gerade, wenn es nicht läuft. Sobald du es lernst, dann findet dein Breakthrough statt. Aber du musst es erstmal lernen, okay? Deswegen lernt diese richtigen Fragen zu stellen. Noch ein Punkt, Leute, und dann bin ich mindestens ready für heute. Yes, wir haben 42, aber ganz ehrlich, wenn man über Leadership redet, dann muss man einfach überziehen. Einer meiner größten Klickmomente im Bereich Leadership, okay? Und ich weiß, viele kennen diesen Punkt, aber ich weiß, dieser Call wird aufgezeichnet und es muss einfach in der Aufzeichnung bleiben. Aber habe ich auch von John C. Maxwell. Und damals habe ich mir mal die Frage gestellt. Leute kommen auf mich zu und fragen mich, Daniel, wie kann ich es schaffen, humbler zu sein? Daniel, wie kann ich es schaffen, weniger auf mich zu schauen und auf andere? Wie kann ich es schaffen, auf meine Bedürfnisse zu verzichten und auf andere zu schauen? Wie kann ich es schaffen, mehr zu lieben? Wie schaffe ich das? Und ich konnte diese Frage nie wirklich beantworten. Na, ich habe immer gesagt, Bro, du fragst mich gerade so etwas, als würdest du gerade vor dem Wasser stehen und mich fragen, wie du ins Wasser springst. Bro, keine Ahnung, mach einfach, sei einfach humbler, denk einfach weniger an dich, liebe einfach andere Menschen. Ich konnte diese Frage nicht richtig beantworten und ich habe den Menschen nicht so ganz weitergebracht. Bis ich diesen einen Punkt gehört habe von John C. Maxwell. Ja, es gibt vier Phasen des Gebens. Es gibt vier Phasen des Gebens. Ja, ich blockiere mal kurz den Chat, Leute, weil hier irgendwie ein bisschen Fokus mangelt. So. Ja, es gibt vier Phasen des Gebens, Leute. Bitte schreibt diese Punkte mit, weil, Leute, es gibt einen Unterschied, etwas zu verstehen, etwas umzusetzen, etwas zu meistern und zu etwas zu werden. Unbewusste Kompetenz heißt, dass du zu etwas geworden bist. Es ist jetzt Teil deiner Identität. Und ihr schafft Level 4 und Level 5, wenn ihr diesen Punkt, den ich euch jetzt mitgebe, zu eurer Identität heranwachsen lässt. Nicht, wenn ihr diesen Punkt umsetzt, sondern dieser Punkt wird zu dir. Ihr werdet verstehen, was ich meine. Vier Phasen des Games. Die erste Phase lautet, das, was du hast, das nehme ich mir. Das, was du hast, das nehme ich mir. Vierte Phase lautet, das, was du hast, das nehme ich mir. Ja, Diebstahl, wie auch immer man es nennen will, okay? Ja, so, zweite Phase lautet, müssen weitermachen, das, was ich habe, das gebe ich keinem. Das, was ich habe, das gebe ich keinem. Noch einmal, vierte Phase lautet, das, was ich habe, gebe ich keinem. Egoismus, eine Person, die nur an sich denkt, eine Person, die sagt, alles gehört mir und somit kann ich bestimmen, was ich damit mache. Okay, fair enough. So, dritter Punkt. Und ich dachte immer damals, das wäre der richtige Punkt, bis ich den vierten gehört habe. Man sagt immer, geben ist illegal als nehmen. Gebe und du wirst das Zehnfache zurückbekommen. Leute, scheiß mal auf diese Aussagen. Man gibt nicht, um zurückzubekommen, sondern man gibt einfach, okay? Ja, man macht es einfach aus einer richtigen Intention, aus Liebe einfach. Ja, man erwartet nicht etwas zurück. Und bitte, wenn ihr gibt, postet es nicht auf Instagram so, mach es einfach für euch, weil ganz ehrlich so, es geht, im Leadership geht es darum, was du tust, wo dich gerade keiner sieht. Es geht darum, was du tust hinter den Kulissen. Ja, das ist wahres Leadership, meiner Meinung nach. Das ist wahre Liebe. Okay, und der dritte Punkt lautet, das, was ich habe, das gebe ich weiter. Der dritte Punkt lautet, das, was ich habe, das gebe ich weiter. Und wie gesagt, ich dachte, das wäre der richtige Punkt, bis ich den vierten Punkt gehört habe. Und ich will euch einfach mal eine Frage stellen und dafür werde ich wieder den Chat aktivieren. Mussten wir irgendwas tun? Ich habe schon teilweise auf einem vorherigen Call angesprochen. Mussten wir irgendwas tun, um in der Lage zu sein, Farben zu sehen? Mussten wir irgendwas tun, um in der Lage zu sein, zu hören? Mussten wir irgendwas tun, um zu sehen, um zu hören?
Bruh. Um zu riechen, ja, um zu schmecken, um reden zu können, um laufen zu können, mussten wir irgendwas tun, bevor unsere Geburt, dass wir in der Lage sind, uns mit anderen Menschen zu kommunizieren, ja, irgendwo hinzulaufen, das zu machen, worauf wir Bock haben, wann wir wollen, mit wem wir wollen, was wir wollen. Nein, mussten wir irgendwas tun, bevor wir geboren wurden, um geboren zu werden? Nein, es wurde uns einfach gegeben. Und jetzt kommen Leute auf mich zu und sagen, Daniel, wie? Und jetzt will ich einfach nur den vierten Punkt sagen. Der vierte Punkt lautet, das, was ich habe, gehört nicht mir. Der vierte Punkt lautet, das, was ich habe, gehört nicht mir, sondern es wurde mir gegeben. Das, was ich habe, gehört nicht mir, sondern es wurde mir gegeben und ich manage es einfach nur. So, blockieren wir einfach nochmal den Chat, Leute. Schwierig, ich weiß. Schwierig, fokussiert zu bleiben. So, bleiben wir mal fokussiert. So, das, was ich habe, gehört nicht mir, sondern es wurde mir gegeben und ich manage es einfach nur. Okay, jetzt will ich einfach die Tiefgründigkeit, einfach wirklich die Tiefe von diesem Punkt erklären. Wir haben gerade fest beschlossen, dass unser Leben uns gegeben wurde. Wir haben gerade fest beschlossen, dass unsere Sinne uns gegeben wurden. Leute, es gibt Menschen da draußen, die haben keine Schuhe. Es gibt Menschen da draußen, die haben kein iPhone. Es gibt Menschen da draußen, die werden auch nie Zugriff drauf haben. Was hast du bitte gemacht, dass du was anderes verdienst? Was hast du bitte gemacht, dass du verdienst, in Europa geboren zu werden? Okay, Leute kommen auf mich und sagen, Bro, dieses iPhone habe ich mir erarbeitet, ja, diesen MacBook habe ich mir erarbeitet, dieses Haus habe ich mir erarbeitet, ja, dieses Value, was ich habe ich mir erarbeitet. Du hast deine Sinne dafür genutzt, oder? Ja, habe ich. Wer hat dir deine Sinne gegeben? Du hast die Luft in deiner Lunge dafür genutzt, oder? Ja, wer hat dir diese Luft gegeben? Du hast das Leben dafür genutzt, oder? Ja, habe ich. Wer hat dir dieses Leben gegeben? Nicht du selber, es wurde dir einfach gegeben. Es wurde dir gegeben. Deswegen sagen wir, you are born to serve. Du bist geboren, um zu dienen. Du bist geboren, um zu lieben. Du bist geboren, um weiterzugeben. Weil das, was du empfangen hast, nennt sich Segen. Und deswegen managest du es einfach. Du gibst es einfach weiter. Weil ganz ehrlich, der dir es einfach so gegeben hat, der kann auch einfach so nehmen. Und er gibt wem anderen, der mehr damit anfangen kann. Leute, Ego is not your amigo. Ja, Ego, E-G-O, edging God out. Okay, das heißt, dass du einfach Segen aus deinem Leben auswählst. Und das ist extrem wichtig, weil wir geben nicht, um Segen zu empfangen, sondern wir sind gesegnet bereits. Und deswegen geben wir. Mit diesen Worten, Leute, es war mir auf jeden Fall eine Ehre. Ich weiß, wir haben überzogen, aber Leute, ich weiß, dass das Value, was jetzt auf euch zukommt, nochmal eine Stufe obendrauf sein wird. Miki ist ein Leader, der man gerne folgen will. Ja, Miki ist auf jeden Fall ein Leader, von dem ich auch im Bereich Leadership lernen kann. Deswegen werde ich mich jetzt stumm schalten. Ich gebe dir auf jeden Fall das Wort. Ich bin ready zu mitschreiben, Bro. Let's get it. The stage is yours. Danke, Bruder, von ganzem Herzen für deine Punkte. Leute, ich glaube, der Chat ist deaktiviert. Bruder, wäre cool, wenn du den Chat aktivieren könntest. Ich droppe auf jeden Fall mal ein paar Herzen in den Chat rein für Daniel Ramos. Es ist echt Insanity. Leute, eigentlich, wir können jetzt genau den Call beenden so. Und es wurde schon bereits alles ausgesprochen, was ausgesprochen werden sollte. Das ist die Sache. Und ich fühle mich schon ein bisschen fast schon schlecht, jetzt hier noch ein paar zu machen. Wir haben nur bis 22 Uhr Zeit, Leute. Dann fängt der nächste Teamcall an. Das heißt, es wird nicht lange gehen. Aber ich bin... Leute, ich wollte so egoistisch sein tatsächlich, da muss ich mir mal selbst auf die Nase fassen und Punkte von mir selber dazu holen. Ja. Daniel hat gerade eben einen der größten Lieder in der Geschichte der Menschheit auf jeden Fall zitiert, John C. Maxwell, und der hat selber von der Bibel zum Beispiel gelernt, von Jesus, ja, das ist die Sache, und ich wollte euch aber einige Punkte mitteilen von mir selber, und ich kann euch wirklich nur empfehlen, dieses Recording öfters anzuschauen, das ist das Ding. Und Daniel, jetzt muss ich dich um die nächste Sache bitten, und Leute, euch alle auch, könnt ihr bitte auch für den Chat was reinzuschreiben? Also jetzt, wirklich jetzt, genau jetzt, weil ich habe eine Frage an euch, okay? Ich habe eine Frage an euch gleich, okay? So, und Daniel, wäre cool, wenn du bitte den Chat nicht deaktivierst, sondern so einstellst, dass nur du und ich das Ganze sehen können, auf Host und Co-Host auf jeden Fall, okay? Und das ist jetzt eine ehrliche Frage an jeden einzelnen von euch 800 Leute, ja, weil das war eine Sache, die mir damals schwer gefallen ist. Wir haben heute hier ein bisschen über Leadership geredet, und mal ehrlich so, wem fällt es schwer, wenn wir über Hingabe reden, das richtig zu fühlen so? Ja, wem fällt es schwer, weniger an sich selber und mehr an die anderen zu denken, wenn es um Network geht? Wer geht auf diese Calls und denkt sich manchmal, ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, das Ganze ist kitschig so, ein bisschen so, wie die über Leadership reden, immer sich selber aufopfern und so weiter. Und es macht ja offensichtlich schon Sinn so, ja. Wenn man ich sehe sehr, sehr viele Antworten im Chat auf jeden Fall. Das Ganze ist privat, das sehen nur Daniel und ich, okay? Das ist die Sache. Und heute, bei diesem ganz kurzen Part, soll es sich im Grunde genommen nur um einen einzigen Satz sehen, Leute, und ich will euch dazu einfach eine komplett simple Geschichte einfach erzählen. Und zwar war das so, als ich damals mit dem Gym angefangen habe, da war ich 15 Jahre alt,
Ja, witzige Story, wie ich angefangen habe. Ich stand auf dem Girl und ich war echt schüchtern und ich dachte, wenn ich ein Sixpack bekomme, dann steht sie auf mich. Hat nicht geklappt. Auf jeden Fall, habe ich mit 15 im Gym angefangen und das erste ganze Jahr bin ich komplett auf die Fresse geflogen, weil ich habe mir Informationen im Internet rausgesucht. Am Ende des Tages habe ich nach einem Jahr, nachdem ich noch dicker war als davor, habe ich mir ein Fitnessprogramm gekauft für 200 Euro von Misha Jan jetzt, das Lean Bike System. Vielleicht kennen das die OGs unter euch auf jeden Fall. Und yes, Leute, das ist die Sache gewesen. Durch dieses Fitnessprogramm habe ich sehr gute Resultate bekommen. Und dann ist Folgendes passiert. Und zwar, ich bin immer durchs Gym gelaufen, zusammen mit Jonathan damals, durchs Fit One, wisst ihr. Und dort waren diese ganzen Kiddies, die halt auch so wie ich mit 15 angefangen haben, ins Gym zu gehen, wisst ihr. Und die haben halt so Bizeps Curls so gemacht, ja, das ist das Ding. Die haben Kniebeugen gemacht, sind nach hinten gefallen. Das ist die Sache. Und immer wenn ich jemanden gesehen habe, der was falsch gemacht hat, ich war da ungefähr 17 oder so, ja, immer wenn ich jemanden gesehen habe, der was falsch gemacht hat im Gym, bin ich immer auf den zugegangen, ich habe denen immer geholfen. Und es war mir echt egal, so, ob die da abgefuckt waren oder nicht, weil viele Leute sind so drauf, so, ich weiß schon besser. Und das Ding ist, ich habe das unterbewusst gemacht. Ich war nicht mal so im Modus, so, ich will dir helfen. Ich habe das aus einem anderen Grund getan. Und meine ganzen Freunde im Gym haben mich danach immer gefragt, so, Miki, warum gehst du mal zu denen hin? Warum hilfst du denen immer so? Es ist das Ding, voll viele sind so Besserwisser und wissen es besser. Jeder Einzelne von euch kennt solche Leute im Gym, ja. Und da meinte ich Folgendes zu denen, und um diesen Satz dreht es sich jetzt. Ich meinte zu denen Folgendes. Stell dir vor, jetzt, wo du aktuell bist in deinem Leben, würdest du dich selber aus der Vergangenheit sehen dort. Würdest du dir nicht selber helfen? Weil ich habe diese ganzen Jugendlichen gesehen, und ich habe mich selber gesehen gerade eben, in diesem Moment, wie ich selber die Bizeps Curls falsch ausführe, wie ich selber beim Kniebeugen nach hinten gefallen bin. Irgendwelche Girls haben mich ausgelacht. Ja, wie ich selber Kreuzheben gemacht habe und ich wurde von einem Girl out deadlifted, okay. Und ich habe mich selber gesehen. Ich dachte mir damals schon so, als ich 15 war, hätte ich so gebettelt, jemanden zu haben, der mir einfach schneller hilft, erfolgreich zu sein im Gym, wisst ihr? Weil ich wollte es wirklich, wirklich dringend haben, ja. Ich wollte wirklich, wirklich, wirklich schnell an diesen Punkt kommen, dass ich all das wieder mache, okay? Und ich dachte mir selber, ich habe denen nicht geholfen, Leute, weil ich irgendwie so humble sein wollte. Ich dachte mir, ich habe mich selber in den Menschen wieder gesehen, versteht ihr? Und das ist für mich Leadership, wisst ihr? Also noch einmal für euch. Leadership oder Hingabe bedeutet für mich, vor mir steht eine Person, in der ich mich selber wiedersehe. Und wer würde nicht auf die Idee kommen, sich selber zu helfen? Ich sage euch, welche Personen nicht auf die Idee kommen würden, sich selber zu helfen. Weil das Thema für die letzten 7 Minuten heute ist ein ganz simples Thema, Leute. Und ich kann euch Folgendes sagen. Und ich hab mich sehr krass reflektiert heute Nacht, so was ich eigentlich gut kann, so Leadership-technisch. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist, ich bin nicht der beste Leader in Sachen wie Show Up, Lead by Example und so. Ich bin nicht der Konstanteste, das wissen auch meine Teampartner und so. Das kann man nicht, das braucht man nicht schön zu reden oder sowas, ja. Aber wenn ich eins kann, das ist das Ding. Und wenn ich euch eins mitgeben kann, ja, wo ich sagen kann, ich bin relativ gut darin, dann ist das Thema Einfühlsamkeit. Okay? Das ist das Thema Einfühlsamkeit, weil es ist eine Sache, die wirst du in deinem Leadership brauchen, bei deinen Beziehungen und vor allem bei dir selber. Und zunächst einmal beginnt es mit der Einfühlsamkeit mit sich selbst. Denn, und das ist krass, was ich euch jetzt sage, du bist auch dann nicht hingegeben, weil Hingabe, habe ich gerade gesagt, Leute, bedeutet, ich sehe mich in dir wieder und deswegen helfe ich dir. Aber dazu musst du erst einmal dir selber überhaupt helfen wollen und mit dir selber einfühlsam sein. Und manche von euch sind das nicht, weil manche von euch hassen sich selber. Und ich kenne das selber, wenn man aus einem Ort der Selbstverachtung kommt, ja, und sich selber bemitleidet. Und das ist sehr deep, Leute. Ja, weil die Frage ist auch, halt auch am Ende des Tages immer, wie redest du irgendwo mit dir selber? Ja, weil ich denke mir manchmal so, ich habe so Mates, die kommen zu mir mit Struggles, mit Problemen. Ich habe heute, und Bruder, ich weiß nicht, ob du auf diesem Call hier gerade bist, ja. Aber wenn du hier gerade drauf bist, Bro, ich grüße dich auf jeden Fall. Ich habe heute mit einem Boy gecallt, der ist schon seit fast 2 Jahren dabei. Und er hat in diesen 2 Jahren im Grunde genommen nichts getan heute, ja. Er hat nichts getan, keine Ergebnisse gesammelt, nicht gehustelt und so. Das ist das Ding. Und ich weiß nicht, ob er dachte, dass ich ihn verurteile, aber ich verurteile ihn überhaupt gar nicht, weil ich verstehe, dass die menschliche Psychologie einfach so funktioniert. Ich verstehe, dass wir alle, auch ich, solche Struggles haben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hatte einfach nur Mitgefühl mit ihm. Ja, und deswegen wollte ich ihm helfen. Aber das Ding ist, hätte ich dieses Mitgefühl nicht mit mir selber gehabt, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gejudged dafür. Und ich hätte ihn dafür verurteilt. Ja. Und sehr interessanterweise kommen wir nicht auf die Idee, andere Menschen irgendwie runterzuziehen oder so, wegen ihrem Problem, ja, andere Menschen um uns herum irgendwie zu degradieren oder zu verurteilen, beziehungsweise tun wir auch, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, aber bei uns selber machen wir das immer wieder,
Ja, und bevor du überhaupt dieses Mitgefühl mit anderen Leuten haben kannst, was du brauchst für Leadership, wie wär's, wenn du erstmal ein bisschen Selbstmitgefühl für dich selber empfindest? Ja, ich hab eine ganz einfache Regel, okay? Wenn es um das Thema mit sich selber Mitgefühl haben geht oder das Thema sich selber respektieren anbelangt. Ja, ich geb dir jetzt einfach mal mit, pass auf, ganz einfach. Zum Beispiel du, okay? Frage an dich, wenn du mit mir so reden würdest, wie du mit dir selber reden würdest, könnten wir dann beide Freunde sein? Und wenn die Antwort darauf nein ist, dann musst du sehr dringend die Art und Weise, wie du mit dir selber redest, verändern. Fang an, mit dir selber so zu reden, wie du zum Beispiel mit mir reden würdest oder mit Ramos. Auf eine respektvolle Art und Weise. Dann hast du ein Mitgefühl für dich selber, verurteilst dich nicht mehr. Und das ist sehr wichtig, Leute, dass ihr diesen Respekt vor euch selber habt. Wenn ihr keinen Respekt vor euch selber habt, könnt ihr keine anderen Menschen leiten, weil wir euch verurteilen und das projiziert ihr. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, das zu erklären alles, aber das projiziert ihr auf andere und ihr werdet andere nicht leiten können. Und das ist der zweite Punkt im Grunde genommen, okay? So, worüber ich einfach reden wollte, weil dieses Mitgefühl, Leute, ist ein echt wichtiges Thema, finde ich persönlich, im Leadership. Ja, das zweite ist auf jeden Fall, und das da einfach nur ein Shoutouts an Daniel Zubix, Bruder, ich liebe dich, ja, auf jeden Fall geil, dass du jetzt Geburtstag hast, Bruder, heute, aber ich bin ehrlich, ich wurde abgemeldet. Optimal, perfekt. Ich hoffe, Ilja macht jetzt nicht den Call sofort auf. Das wäre ein bisschen das. Aber auf jeden Fall, da hat immer so ein Shirt an, okay, und da steht drauf Judge 99. Ich glaube 99 oder One, ich weiß gar nicht. Und da steht auf jeden Fall dafür, dass die meisten Leute zu 99% eigentlich nur verurteilen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du an einen Punkt kommen willst, wo du andere Menschen noch leadest, dann musst du Folgendes verstehen. Ja, und zwar Menschen sind nicht zum Beispiel einfach Lappen, sondern es gibt Gründe, warum sich Menschen lappenhaft verhalten, okay? Ja, weil ich habe einige Leader mitbekommen, das ist auch mir selber passiert. Ja, wenn ihre Teampartner irgendetwas machen oder nicht hassen oder so, ja, dann kommen Leader, die nicht reflektiert sind, ja, mit der du bist frech, du bist nicht dankbar oder du hast Egokeule. Eins von diesen drei Dingen, statt dem ganzen tiefer auf den Grund zu gehen. Wenn du, und das ist eine Sache, wenn du zu Leadership überhaupt kommen möchtest, dann fange an, Folgendes zu verstehen, beziehungsweise fange an, Folgendes zu tun. Wenn ein Mensch etwas tut, was du im ersten Moment nicht verstehst, dann versuche nachzuvollziehen, warum es eine Person so tut, wie sie es tut. Okay? Es gibt immer Gründe, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Es passieren nicht einfach Dinge einfach so. Eine Person hat nicht einfach so einen Down oder ist einfach so unkonstant oder einfach so faul. Es gibt immer Gründe, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich habe letztens mit einer Person gequatscht und das ist sehr interessant. Eine Person, wo man sagen würde, sie ist unfassbar faul. Okay? So, die tut gar nichts, macht gar nichts. Im Endeffekt passiert überhaupt nichts. Okay? Und ich bin der ganzen Sache auf den Grund gegangen, indem ich zugehört habe, weil Leute, es gibt Gründe, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Also brauchst du nicht aggressiv zu reagieren. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Person etwas in ihrem Leben passiert ist, etwas sehr Unschönes, über das ich jetzt nicht reden möchte, was dazu geführt hat, durch diese Sache, die ihr passiert ist, etwas, dieser Person ist etwas Gewalttätiges passiert. Und das hat dazu geführt, dass der Selbstwert dieser Person extrem runtergegangen ist. Ja? Wenn dieser Person Dinge passieren, dann schiebt sie die Schuld, und sie ist Opfer dieser Dinge, dann schiebt sie die Schuld auf sich selber, statt zu sagen, dass andere Leute zum Beispiel dafür, dass ihr das angetan haben, versteht ihr? Und weil der Selbstwert so weit unten ist, sieht diese Person keinen Grund darin, etwas für sich selber zu tun, versteht ihr? Es gibt also immer Gründe, warum sich Leute so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das ist die Sache. Und deswegen kann ich dir, das ist jetzt leider der letzte Punkt, den ich raushauen kann, kann ich dir Folgendes sagen, okay? Selbst wenn du aktuell an einem Punkt bist, ja, wo du wirklich krasse Murphys durchgehst. Ja, I don't fucking know. Ich sag das immer wieder, zum Beispiel, wenn ich über einen meiner Lieder rede, über Jonas Rauf, Bro, ich liebe dich von ganzem Herzen. Kuss geht raus. Ja, das ist die Sache. Du kannst nur der Stärkste sein, wenn du verstehst, wie es sich anfühlt, der Allerschwächste zu sein. Ja, das ist die Sache. Weil Jonas ist aus dem Punkt gestartet, Leute, wirklich im Minusbereich. Ich habe dafür, das gibt sehr, sehr viele Lieder bei uns in der Organisation, bei denen war das so. Ja, und ihr versteht vielleicht die Schmerzen, die ihr aktuell durchgeht, überhaupt noch gar nicht. Aber ich kann dir eins sagen, ja, die Schmerzen, die du gerade durchgehst, ja, jeder einzelne kleine Murphy, ist sozusagen eine Medaille auf deiner Uniform des Leadership später war. Ja, es ist nicht der Rank, es sind die Dinge, die du selber durchgehst. Das ist der Punkt. Und ich sage es immer wieder den Leuten, wirklich, die richtig scheiß Sachen passieren in meinem Team. Ich sage ihnen, ey Bro, du bist für mich kein Opfer. Ja, du bist für mich eine Inspiration. Ich erkläre euch warum, weil diese Menschen haben ein Publikum, das deutlich größer ist als meins. Ja, weil wenn dir, angenommen so zum Beispiel deine, nur mal als Beispiel, deine Freundin betrügt dich, okay? So, und angenommen, mir ist das nicht passiert, aber obwohl, sagen wir mal so, mir ist es passiert, okay, aber zum Beispiel Erik ist das nicht passiert. Ja, von wem will, aber ich habe das Ganze gehandelt, okay, ich habe das Ganze gelöst. Von wem willst du lieber Hilfe haben? Von mir, der das Ganze durchgegangen ist, oder von dem Erik beispielsweise? Deswegen verstehe Folgendes, okay, all die Murphys, die du auch aktuell selber durchgehst, alle sind vonnöten, okay, dass du später einmal
Leute überhaupt führen kannst, weil Menschen vertrauen sich dir nur an, wenn sie wissen, dass sie dir vertrauen können, dass du einfühlsam bist, dass du sie niemals verurteilst und am besten auch, ja, wenn du aus demselben Punkt herkommst wie sie und dort stehst, wo sie auch selber hin möchten, weil du den Respekt vor dir selber hattest, die Arbeit getan hast und dahin gegangen bist, okay? So, das war's von mir auf jeden Fall an der Stelle, Leute, auf jeden Fall werden eines Tages Daniel und ich bestimmt nochmal einen Call über Leadership machen, weil ihr seht schon, ich glaube, wir können sehr, sehr lange darüber reden. Und Daniel, mich würde es freuen, mal über deine Punkte was von Leadership zu hören. Nicht nur von John C. Maxwell, sondern wirklich von dir, Bro, deine Erfahrung. Und in diesem Sinne, Leute, morgen 7 Days, 7 Skills, Tag 6. Ja, für die Leute unter euch, ich sage euch Folgendes, das ist ein Skillset, der noch niemals in ganz einem Germany, ich glaube, der wurde noch nicht mal in IM jemals dupliziert. Ihr habt die Möglichkeit, morgen am Start zu sein. Ich hoffe, ihr habt die Home Events auf jeden Fall ready gemacht. Und ich würde sagen, Leute, ich wollte schon sagen, wie CS ist top, aber nee. Never forget, you have to die in order to go to heaven. Daniel, du kannst den Call beenden. Let's get it. Und alle von Empire kommen jetzt auf den Empire Team Call. Let's go.